Hallo zusammen. Ja, wir haben Herbst und da haben wir Appetit auf Orangen und Mandarinen, nicht mehr auf Erdbeeren und Himbeeren und Stachelbeeren. Es liegt so bei uns eigentlich in der Natur, dass wir zur Herbst- und Winterzeit Appetit auf solche Früchte haben. Und mit den Orangen werde ich euch heute ein schönes Rezept vorstellen, was ich dann auch noch einwecken werde. Also lasst euch überraschen und bleibt dabei. Ich zeige euch jetzt mal im Groben, was wir dazu brauchen. Unsere Bio-Orangen. Dann habe ich mir Cranberries versorgt. Das sind ganz frische. Wer die nicht hat, denn die gibt es nicht immer und überall, der kann auch die getrockneten Cranberries nehmen. Die gehen auch dazu. Oder man lässt sie ganz einfach weg, geht auch. Weiterhin brauchen wir zu diesem Rezept einen guten Orangensaft. Am besten wäre ein Bio-Orangensaft. Dann brauchen wir einen Rum, den habe ich hier abgefüllt. Anis, Zimt, den guten Ceylon-Zimt, den erkennt man, dass er hier so eingerollt ist und gefüllt ist. Ich nehme einen Rohrohrzucker. Und ein paar Nelken. Das ist eigentlich schon alles. Die Gläser werden jetzt natürlich noch sterilisiert. Zuerst gebe ich einen Teelöffel Anis und einen Teelöffel Nelken und die Zimtstange in meinen Mörser und mörsere alles mal so ein bisschen an, sodass die Inhaltsstoffe sich besser entfalten können. Da kommt ein Duft. Herrlich. Richtig gut orientalisch. Das kommt in einen Topf. Und da drauf schon mal ein klein wenig Orangensaft. Und das kochen wir jetzt mal schön durch. Zwei Orangen habe ich jetzt noch mal schön abgewaschen, heiß. Und schäle mal ganz dünn etwas Schale herunter. Weil die Schale brauche ich noch. Mit dem Sparschäler geht das wunderbar. Wer einen Zestenreißer hat, kann diesen natürlich auch benutzen. Aber ich bevorzuge den Sparschäler, weil man dann schöne Scheiben hat, die man gut in Streifen schneiden kann. Diese schönen dünnen Streifen brauche ich jetzt zu meiner Verarbeitung. Wenn welche übrig bleiben sollten, werden sie getrocknet, zu einem anderen Gericht oder in den Tee gegeben. Alle Orangen, die ich jetzt brauche, müssen geschält werden. Ich schäle auch die weiße untere Hautschicht mit ab, die, ich muss darauf aufmerksam machen, sogar gesund ist, aber in meinem Rezept mir doch zu bitter. Ich schneide meine Orangen in 1 cm starke Scheiben. Und lege sie in meine Gläser. Das Endstück kommt ganz einfach weg. Dann die Cranberries dazu. Diese könnt ihr allerdings auch halbieren, dass sie das Aroma besser aufnehmen. Und dazu kommen jetzt auch noch meine schön dünn geschnittenen Orangenstreifen. Das gibt Aroma. Und so befülle ich jetzt alle meine Gläser. Fertig gefüllt. Nun kann der Sud dazu. Der Rohrohrzucker wird nun karamellisiert. So, hat schon jetzt gut karamellisiert. Man sieht, dass Rauch aufsteigt. Und da gießen wir jetzt an, aber ganz vorsichtig mit Orangensaft. So, jetzt muss ich der Zucker wieder lösen. Und diese Kristalle müssen sich jetzt wieder alle auflösen. Da hinein gebe ich jetzt aber auch noch meinen Sud von vorhin. Mit den Nelken, der Zimtrinde und dem Anis. So, und bei kleiner Flamme lassen wir das ganze Gemisch jetzt mal so schön 10 Minuten, 15 Minuten leicht köcheln. In der Zeit hat sich der Zucker aufgelöst
und es ist auch noch ein bisschen Wasser dann wieder oder Saft wieder verdampft, sodass es etwas eingedickt sein wird. Viele, die meinen Kanal kennen, wissen, dass ich ein Liebhaber von Zitronensäure bin. Zitronensäure gibt dem Ganzen so eine schöne Säure, so eine schöne Vollmundigkeit und vor allen Dingen auch für die Haltbarkeit ist Zitronensäure sehr, sehr wichtig. Und da gibt es jetzt einen Löffel Zitronensäure dazu. Wer die Zitronensäure nicht mag, nimmt ganz einfach Ascorbinsäure, Vitamin C. Das gibt auch die Frische und das Zitronige. So, mein Gemisch kocht jetzt. Ich drehe es jetzt auf kleine Flamme und lasse wirklich mal so eine Viertelstunde ein bisschen leicht köcheln. 15 Minuten hat es jetzt leicht geköchelt. Ich nehme den Fond weg vom Herd und gieße meinen Rum dazu. Jetzt interessiert mich, wie das schmeckt. Ein ganz toller, intensiver Geschmack. Säuerlich, süß, nach diesen Gewürzen, die schmeckt man heraus. Und natürlich auch den Rum schmeckt man. Leider ist es nichts für Kinder. Ich fülle das jetzt in meinen Literkrug und gieße es über die Gläser. Bis einen Zentimeter unter dem Rand. Meine Probeschale. Nun habe ich genügend Zeit, meine Gläser zu verschließen, denn sie werden ja noch eingeweckt. Ab in den Einkochautomat für 30 Minuten bei 90 Grad. Und das lasse ich kalt werden und probiere es morgen, wie es schmeckt, in diesem Sud. Diese leckeren Orangen passen gut zu einer schönen bayerischen Creme, zu einem ganz normalen Pudding, vielleicht auch zu einem schönen Schokoladeneis oder Vanilleeis oder einfach so nur als Kompott. Und ich würde sagen, die Adventszeit und Weihnachten ist auch nicht mehr so lange hin. Und da passt es hervorragend. Wenn ich euch jetzt Lust gemacht haben sollte für diese süßen Früchtchen zur kalten Jahreszeit, dann würde ich mich freuen, wenn ihr es nachkocht. Gutes Gelingen, einen guten Appetit oder ein Wow! Bei eurer Familie, wenn ihr das serviert, denn das ist schon mal was Außergewöhnliches, was man sonst nicht immer hat. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit und bleibt mir gesund. Tschüss, eure Oma Betty.